Paraguay Live, ich bin der Bit. Herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Heute sprechen wir über Grundstücke in Paraguay, aber vorwiegend über Zäune. Okay, bleibt dran. Vielen Dank für eure Fragen. Viele von euch haben es eben gefragt nach Grundstücken, wie kauft man diese und vor allem, wie macht man auch die Zäune. Ich werde euch hier oben den ersten Teil von unserem Video verlinken, wo wir über Zäune, also Maschendrahtzaun, sprechen, wie man es macht und wie es letztendlich fertig aussieht. Und heute ein kurzer Teil über andere Art von Zäunen. Also bleibt dran. Also folgt mir unauffällig. Wir werden uns das Grundstück einfach mal ansehen und ich werde euch selbstverständlich auch dieser Zaun zeigen. Also einfach die andere Art und Weise, Zäune zu machen. So voll gegen die Sonne, aber ich hoffe, man kann mich trotzdem erkennen, werde euch kurz etwas zu diesem Zaun, was man hinten sieht, etwas erzählen. Also man sieht es hier, diese Eckpfosten, und man sieht grundsätzlich hier diese Zaun, die hier ungefähr praktisch links entlang, wie ihr seht, 28, 29 Meter lang ist. Da kommen die Eckpfosten, also ganz ordentliche, wie man sieht. Und hier geht es ungefähr noch 40 Meter lang und da wiederum geht es zurück 28 Meter. Hinten, wie man sieht, ist noch der Nachbarzaun und ein kleiner Wald und hier wiederum der Eckpfosten. So, es ist früher Nachmittag. Ich hoffe, dass man noch etwas erkennen kann. Also bei uns wirklich städtische Gegend, aber auch noch ganz ländliche. Ich liebe es einfach. Also man kann es hier, denke ich, muss am besten sehen, ist etwas gegen das Licht, wie gesagt. Aber man kann es, die herrlichen Palmen, Kokospalmen dahinter sicherlich erkennen. Also zu den Kosten ist Folgendes zu sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie immer. Ihr kauft das Material oder aber er lässt natürlich durch die Firma ausführen lassen. Also falls ihr euer Grundstück habt. Bei uns sehen die Sachen so aus, dass wir also in diesem Fall hier, das ist ein Eigenbestand, also wir haben viele eigene Grundstücke, die wir euch natürlich anbieten, wie ihr wisst, aber auch sind wir als Makler tätig und da nehmen wir 5% Maklerquotage oder wie man sagt, zusätzliche Käufergutage. Dafür habt ihr die Sicherheit, dass es alles in Ordnung ist. Natürlich bei unseren Grundstücken habt ihr die 100%ige Sicherheit, dass es auf jeden Fall alles super funktioniert. Die Grundstücke gehören uns schon seit Ewigkeit, also fast 20 Jahre. Von daher kann man da nichts Verkehrtes machen. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen.
Es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, die Zäune zu bauen und selbstverständlich auch die Grundstücke zu erwerben. Viele von euch, danke auch an euch, haben mich ja gefragt, Pitt, welche Grundstücksgröße ist ja die ideale? Tja, schwer zu sagen. Wir haben früher hektarweise Land gekauft, auch in Polen, auch in Deutschland, auch in Paraguay. Jetzt sind wir etwas älter, brauchen mehr Ruhe. Daher ziehe ich persönlich auf jeden Fall kleinere Grundstücke. Warum? Ganz einfach. Also wir hatten in Deutschland 930 Quadratmeter großes Grundstück und hatten bisher hin Arbeit. Rasenmäher, ja, könnt ihr die Pflanzen etc. etc. Es ist wirklich Arbeit ohne Ende. Und was wollen wir denn ja machen? Wir wollen doch nicht das ganze Leben lang arbeiten. Nein. Die zweite Sache, die auch ungünstig ist bei großen Grundstücken, ist natürlich die komplette Pflege des Grundstückes. Ja, man darf es nicht vergessen. Die Zäune drumherum, wirklich viel Arbeit. Also, als optimale Größe, da mache ich auch noch ein Video extra dazu, finde ich ungefähr 800 bis maximal 1000 Quadratmeter Grundstück. Vor allem diese Grundstücksgröße bekommt man leichter und sicherer in der Stadtnähe. Also man hat Ruhe, aber man hat auf jeden Fall stadtnahe Gegend, wo man natürlich sämtliche Infrastruktur, also Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte etc. vor Ort hat. Also man kann es zu Fuß gehen oder mit den öffentlichen Mitteln oder auch mit dem Auto. Ruckizucki ist man ja auch da. Wenn man natürlich weiter weg wohnt, sind die Wege dementsprechend natürlich länger. Also, auf jeden Fall, falls ihr Fragen habt, was Grundstücke angeht in Paraguay oder wie man Zäune baut oder wie man die Sachen besorgen kann, bitte einfach die Fragen unten in den Kommentaren am besten stellen. Nochmal vielen Dank für eure Fragen. Macht's gut. Falls euch das Video gefallen hat, natürlich Likes nach oben wie immer. Und am Ende des Videos empfehle ich euch weitere Videos aus unserem Kanal Paraguay Life. Macht's gut in diesem Sinne und bleibt gesund. Ciao, ciao.